Beim Schulterimpingement entscheidet die Position des Schulterblattes über Schmerzen oder Nichtschmerzen. Das Schulterblatt sollte hinten unten stehen, sodass der Kopf mehr Platz hat. Wir schieben jetzt das Schulterblatt mit der Hand nach hinten unten und das heißt vorne nach oben. Lassen langsam wieder los und schieben dann wieder die ganze Schulter von vorne nach oben, sodass sie hinten nach unten gleitet. Das verschafft Platz im Schultergelenk und löst die Verspannung vorne in der Brustmuskulatur. Im Alltag probiere ich die erste Übung umzusetzen. Normalerweise, wenn ich nach etwas greife, wie einem Glas Wasser, kommt nicht nur der Arm nach vorne, sondern auch die Schulter. Dies ist die falsche Schulterposition. Wenn ich es richtig machen will, muss das Schulterblatt nach hinten unten sich orientieren, während der Arm nach vorne oben geht. Ich versuche hier die erste Übung genau gleich umzusetzen. Zuerst Schulterblatt nach hinten unten. Ich kann auch wieder mit der gegenüberliegenden Hand nachhelfen, wenn es nötig ist. Und dann den Arm nach vorne bewegen. Ich kann das jetzt im Alltag bei jedem Mal ein Glas aus dem Schrank oder eine Tasse aus dem Schrank nehmen, ausführen.